Willkommen zurück zur mysteriösen Insel 2. Ich habe hier nach meiner letzten Aufnahme ein bisschen nochmal überlegt, was ich machen kann und habe den Amboss genommen und der war stumpf. Den habe ich jetzt schick gemacht wieder, den habe ich geschleift, der ist jetzt wieder toll und passt ja auch perfekt rein. Das haben wir also auch schon mal gemacht. Nun habe ich aber auch gedacht, ja, also ich weiß jetzt nicht, was es damit jetzt hier auf sich hat, aber es könnte ja sein, dass wir hier später tatsächlich mal eine Waffe spielen können. Mit dem Feuer, mit dem Amboss und mit dem Wasser hier daneben. Nicht, dass wir hier noch eine Schwertkriegerin werden sollen. Ich weiß es nicht. Dann bin ich noch ein bisschen herumgelatscht bei der Insel und habe... Wo ist denn die Stelle? Wo ist sie denn? Da ist sie nicht. Ich muss mehr rein. Da. Hier, da habe ich noch Wasserspinat gefunden. Auch da habe ich keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Und ich habe hier auch ein bisschen mein Inventar aufgeräumt. Zwar ist im zweiten Fach jetzt hier gerade nichts, aber im dritten ist Wasserspinat. Und hier habe ich halt so Gegenstände und so Zeug, um das mal wieder ein bisschen übersichtlicher zu haben. Hier haben wir immer noch das Problem mit den Bienen. Ich glaube, dass wir mit dem Rauch, es wäre halt nur eine Idee, mit Rauch die Bienen zu beruhigen oder zu vertreiben, je nachdem. Ist so eine Idee. Und ich glaube, mehr weiß ich dann. Doch, 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 guck mal hier. Auch hier ist mir eine Idee gekommen. Also es sind alles Sachen, die ich mir selber so... ich habe jetzt nicht in die Lösung geguckt oder so. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach alles hintereinander gerade so. Wenn man hier... ist mir, dachte ich so, dass, da muss man was machen können. Und die ganze Zeit diese Geräusche. Und ich denke die ganze Zeit, hier sind doch bestimmt irgendwelche Viecher in den Büschen. Und wie ich kommt will mir man... nicht die Füße an den Dornen aufschneiden. Genau. Und wie umgehen wir das Problem? Wir gehen einfach drüber hinweg. So, und dann nehmen wir uns so einen Ast und bam, sind wir dahin. Ist das nicht toll? Jetzt können wir darüber gehen. Wenn ich abrutsche, lande ich in den Dornen. Nein, danke. Das ist eine Aufgabe für Jep. Ach so. Na gut, dann spielen wir mal den Jep. Und Mina steht da jetzt und wir holen uns das Aloe Vera. Nicht? Warum willst du das nicht nehmen? Und mir wird hier auch irgendwas angezeigt. Was wird mir hier angezeigt? Hier nach oben kann ich gehen. Oh! Amber, junges... Ah, das ist Amber, das junge Weibchen. Die da ist doch auf der anderen Seite gewesen. Und hier ist Slugger, Alpha-Männchen, der Doofe. Die Amber, die mögen wir. Die kennen wir doch von hinten. Da ist sie ja so wieder. Was haben wir hier? Wie bekomme ich das Mark aus dem Knochen? Nimm dir mal ein Messer. Kannst du das nicht einfach nehmen? Das ist irgendwie eklig. Aber hey, jetzt sind hier oben die Affen. Die haben also das Getröte hier die ganze Zeit gemacht. Oh, da wird er aber sauer jetzt bestimmt. Oh nein. Okay, wir reden mal mit Amber. Darf ich nicht? Ja, Jep ist ja auch ein Männchen, ne? Und das ist jetzt sein Weibchen. Und jetzt kommen wir hier in sein Revier und wollen einfach mit seinem Weibchen reden. Das geht ja gar nicht. Wie bekomme ich das raus? Mit einem spitzen Gegenstand, Jep. Wie bekomme ich das Mark raus? Ja, weiß ich nicht. Müssen wir uns was einfallen lassen. Das kann ja aber auch nur der Jep machen. Das geht ja gar nicht anders. Komm. Muss doch irgendwie gehen. Habe ich hier irgendwas anderes? Da, die Ameisen. Ameisen. Die kriegst du. Hier, guck mal. Lecker Ameisen. Schenke ich dir. Beruhig dich mal. Er beruhigt sich ein wenig, bleibt aber verärgert. Ist mir doch egal. Der Arsch, der hat uns das alles, Ich will hier weg. Hallo? Ablehnen. Man wird doch sauer. Nicht Was mal... Was ist los, Jep? Hast du ein Problem? Ja. Da oben ist die Hölle los, Mina. Wie komme ich hier an die Früchte? So, die packe ich mal wieder rein, die Ameisen. Wie komme ich hier an die Früchte? Einen längeren Stock brauche ich. Einen längeren Stock. Ich weiß nicht, wieso ich das Gewehr nehme. Nimm mal den. Und noch einen längeren... Oh, es ist doch echt. Hier. Da fällt mir ein,
längerer Stock, wenn das damit geht, dann haben wir doch bestimmt damit auch das Problem gelöst mit dem da Schlamm dahin. Dann können wir da an die Früchte kommen. Diese Trulka, die köstliche, die behalte ich jetzt aber mal für einen eventuellen Kuchentorten-Ding. Köstliche Frucht, ja, die behalten wir. Die dürfen wir nicht essen. Die verarbeiten wir schön für Kuchen oder Torte oder so. Muss ich hier leider jetzt mal hinpacken. Und dann haben wir doch lange Stöcker und dann kommen wir da hinten auch endlich mal ran. Ja, das ist ja super. Das ist ja kein Aloe. Das ist ja hier irgendwas anderes Leckeres, Feines. Wie kriege ich das hier aus dem Mark raus? Weiß ich nicht. Mit irgendwas Spitzem hätte ich jetzt gedacht. Aber das anscheinend ja nicht. Mit dem Akazien-Ding? Ja! Ach, das klappt ja wie geschmiert hier. Was ist der Knochenmark? Das ist ein bisschen eklig. Was mache ich denn hier mit dem Knochenmark? Das ist irgendwie eklig. Sagte ich bereits. Aber es ist irgendwie... Weiß ich nicht, was wir damit vorhaben. Wie können wir ihn denn jetzt mal ablenken von Amber? Das ist ja unsere gute Freundin. Die uns schon oft geholfen hat. Wie können wir denn mal ihren Typ loswerden? Und die Früchte, die kann ich doch aber eigentlich gleich zum Kuchen hier packen, ne? Nicht? Ach, das hätte ich jetzt gedacht, dass ich die da gleich zupacken kann. Knochenmark. Ekliges Knochenmark. Was können wir denn mal machen? Ich finde, wir sollten ihn wieder mit ein paar Bienen vertreiben. Wir vertreiben den Seppel hier mit ein paar Bienen und haben Amber für uns. Ja. Weiß ich auch nicht. Wie kommen wir denn mal an die Bienen ran? Wie kommen wir an die Bienen ran? Ich überlege gerade, was ich noch hätte da oben machen können. Aber wir haben die Sachen geholt. Das ist schon mal gut. Es gibt übrigens auch noch eine Möglichkeit. Und zwar, wenn wir jetzt hier uns wieder zusammentun. Und Jeb? Wir tun uns zusammen. Wir tun uns zusammen aus dem Grund, weil auch Jeb kann wieder in den grünen Bereich gehen, indem wir so eine Gardine essen. Das geht. Dann kriegt man die und ich dachte, das geht. Na, nicht? Und wenn er auch nochmal so eine Ölpalmfrucht isst, dann haben wir aber... Ich will die ja nicht alle verbrauchen, nicht, dass wir die... Nee, wir lassen es mal so. Aber sie ist im grünen Bereich... Die hat nämlich so ein Ding, so ein titanisches Gardenien-Ding gegessen. Und er ist ja auch ganz schnell wieder im grünen Bereich. Er muss ja nur eine Sache eigentlich essen. Dann geht das schon wieder. Aber da ich jetzt nicht weiß, wie es mit dem Ölpalmgedöns aussieht, lasse ich das mal. Ja, ich bin ja hier. Sind da oben die blöden Affen? Weiß nicht, wie wir das machen können. So, dann haben wir hier unseren Kessel. Was könnten wir denn mal hier... destillieren. Können wir hier unsere Algen mal schon mal verbrennen, damit wir das Gedöns hinkriegen? Jawohl. Das wollten wir auch noch haben. Natriumcarbonat. Da ist es doch. Das packe ich jetzt aber mal hier hin. Und muss jetzt noch mal hier in die Dokumente gucken. So. Das war's nicht. Nee, das ist der Anfang. Hier, verglasbare Mixtur wird hergestellt aus Sand. Ungelöschtem Kalk. Das mit dem Kalk, das weiß ich gerade nicht. Weiß ja Kalk, Wasser und so. Aber ist das Kalk dann automatisch im Wasser? Holz, Kohle und Natriumkalk, das beim Verbrennen von Algen. Können wir das einfach hier zusammenschmeißen? Oder geht das nicht? Sand. 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 Können wir das zusammenstellen? Kann ich das einfach verbinden? Jawohl! Das geht, das geht. Warte, wir haben das Natriumcarbonat, wir haben den Sand. Dokument. Der Kalk, ja. Und die Holzkohle, das sollte doch aber gehen. Nehmen wir noch die Holzkohle, dann haben wir das schon mal. Holzkohle. Und dann fehlt eigentlich jetzt nur noch das mit dem Kalk. Wie mache ich das? Kann ich einfach Wasser nehmen? Nee.
das hier irgendwie das? Nee. Wie komme ich denn jetzt an den Kalk? Er ist mit Wasser gefüllt. Ja, wie kriegt man Kalk? Also ich meine, Kalk, das bleibt ja immer zurück im Wasserkocher, wie wir alle wissen. Und so entsteht bei Wasser. Aber wie komme ich da ran? Wie kann ich das irgendwie nehmen? Das ist jetzt so meine Frage. Denn es ist ja toll, dass wir das hier schon mal haben. Ja, dass wir das schon mal hinbekommen haben, ist ja super. Dass wir da unser Glas herstellen können. Aber es ist ja auch nirgendwie hier ein Glas für Flaschen und Fenster für unser Granithaus herstellen. Notizbuch, das Rentenpapier, der Cyrus. Wir machen jetzt Cyrus Aufgabe. Verglasbare Mixtur wird hergestellt aus Sand, ungelöschtem Kalk. Wie komme ich an das Kalk? Gibt's hier nicht, es gab doch ganz hinten so Anmerkungen, oder? So Hilfegeschichten. War das nicht so? Aufgabe wurde von dem Ungelöschten aus dem Brennofen gelöst. Kalk zunächst wässern. Vorsicht, die Reaktion ist heftig. Auch hier brauchen wir Kalk. Für diese Weißstreichaktion für den Brennofen. Ach, hier auch noch. Hydraulische Lift, der die Muscheln vom Strand zur Kalkverarbeitung transportiert, wurde repariert. Der die Muscheln. Ach, von den Muscheln. Da müssen wir Muscheln finden und da kriegen wir Kalk her. Korrektur einer fehlerhaften Luftströmung durch das Vergrößern von Öffnungen in Richtung des vorherrschenden Windes. Gelöschter Kalk entsteht durch das Wässern von ungelöschtem Kalk. Durch den Einsatz von Hitze wird gelöschter Kalk wieder zur ungelöschten Kalk. Oh Gott. Leute, macht mich hier nicht. Was? Hydraulische Lift, der die Muscheln vom Strand zur Kalkverarbeitung transportiert. Also wenn ich das richtig verstehe, Muscheln. Haben wir sowas in unserem Inventar? Hatten wir sowas nicht mal in unserem Inventar? Nee, die haben wir gegessen, ne? Und wenn wir zurückmarschieren, denn wir haben ja jetzt auch die... bevor ich zurücklaufe, haben wir noch... Ja, wir haben noch ein 21-Meter-Ding. Das ist ja super. Das kriegen wir hin, yep. Da gehst du jetzt mal runter. Wir spielen jetzt mal den yep. Denn du hast ja jetzt deinen 21-Meter-Stab. Stolz auf sich! Jawohl, endlich! Können wir ihn holen. Super, was haben wir jetzt? Verschmutzte Früchte und sonst nix? War ja klar, aber egal. Trotzdem, wie lange wollten wir da rankommen? Und jetzt haben wir es. Das ist doch auch schon mal was. So, die können wir natürlich sauber machen, nehme ich mal an. Aber es muss ja nicht gerade hier sein. Und er ist stolz auf sich und ganz dreckig natürlich. Wasch dich mal. So. Ist hier auch noch was, was wir mitnehmen können? Ja, wir wissen ja immer, wo wir neue Töpfe machen können. Wir gehen mal wieder zusammen. Also, Kerlchen, was hast du vor? Das muss ich sie immer suchen und das ist auch blöd. Ja. Ja. So. Jetzt will ich aber hier nicht hin mehr. Jetzt wollen wir weg an den Strand, obwohl das eigentlich auch weit hergeholt ist. Vielleicht. Vom Tauchen findet sie aber keine, oder? Das. Ich versuch's mal erstmal am Strand, aber ich bezweifle, dass das funktioniert. Schwefelhaltiges Wasser. Ich darf ja die Sachen hier nicht vergessen, die wir hier haben. Das ist es ja auch. So, wir wollen zurück. In der Hoffnung, dass hier auch Schildi, du bist ja auch noch da. Wir können den Affen retten. Oh Gott, der andere Affe von der anderen Seite. Haben wir noch einen langen Ast? Denn dann kann der... Ja, wir haben noch einen 21 Fuß langen Stab. Dann können wir den anderen Affen bestimmt da auch retten. Mein Gott, wir dürfen ja die Leute hier nicht vergessen. Was ich schon wieder getan habe. Ich lasse mich hier total ablenken. Muscheln, Kalk.
Muscheln, Kalk, an den Wänden vielleicht. Das wäre ja auch nochmal so eine Idee. Aber ich finde hier leider irgendwie nichts. Denn daran hatte ich natürlich vorhin nicht gedacht mit Kalk und Muscheln und Wänden und... Es gibt doch sowas. Muss es natürlich so eine Stelle auch mal geben. Aber Schildi wird mir da auch nicht viel helfen können, nehme ich mal an. Okay. Schildi, was machst du denn hier? So, ich gehe weiter. Denn dann will ich jetzt da rüber. Ja, geh mal rüber. Jepp spielen. Der Jepp, der rettet jetzt alle. Captain Hero Jepp. Komm mal her, du. Oh, das geht nicht. Warum denn nicht? Wie werde ich den denn dann jemals retten? Mit dem Helikopter am Ende mitnehmen? Oder was? Irgendwie dachte ich jetzt, dass das haut hin. So da rüber und dann kann er rüberklettern. Aber es soll nicht sein. Denn länger als 21 Fuß geht nicht. Was Längeres hätten wir jetzt eigentlich nicht. Scheiße. Können wir den nochmal bedudeln? Na? Was sagst du? Nicht gut? Warum denn nicht? Komm mal rüber hier. Ach, wir können ihn doch nicht retten. Das ist ja doof. Und du kannst hier auch nicht natürlich runter, denn dann wärst du ja selber in Gefahr. Wie ist der da überhaupt hingekommen? Ich weiß es nicht. Aber solange er da noch hängt, hängt er. Da können wir wohl gerade nicht viel machen. Es tut mir leid. Ich würde ja, aber ich kann ja auch. Die Mama ist so traurig. Können wir da nichts machen? Können wir ihr das Ding geben? Ja, ich... Mami. Gib ihn dir doch mal. Vielleicht kannst du da irgendwie was mit anfangen? Nee. Wenn wir damit nichts anfangen können, dann kann die Mami das... Ja, ich weiß, dein Kind! Ich weiß doch nur nicht, wie ich dir helfen kann, Mensch. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Aber dann tun wir es nochmal wieder hier zusammen. Wie geht es dir, Kleiner? Geht so. War schon mal besser. Ich glaube, wir sollten das mal hier wegpacken, denn das stört. So. Gut. Was jetzt? Jetzt tun wir uns zusammen so wie immer. Mina. Ach, wie ist denn das mit dem Kalk? Das gibt's doch jetzt nicht. Gibt's hier irgendwelche Kalksteine? Kalksteine, das kann doch... Und ich denke mir dann doch manchmal aber auch, vielleicht findet man... Das ist auch nochmal eine Idee, dass sie taucht. Vielleicht findet sie da was. Probiere ich das nochmal. Geh mal runter. Vielleicht haben wir auch mittlerweile was, um das zu öffnen. Nee? Das nicht. Kannst du einen Stock nehmen? Okay, auch nicht. Das den vielleicht die Axt zum Aufbrechen, zum Aufknacken. Ey, das packst den Hebel daran und hiebst das Ding auf. Das kann auch nicht so schwer sein. Na, das kapiere ich jetzt natürlich auch wieder nicht. Wo da ihr Problem jetzt wieder, ne? Also. Bemühe mich hier. Und eigentlich wollte ich nach Muscheln gucken. Geh mal nach oben und geh mal wieder nach unten. So. Ist hier irgendwas Kalkiges? Denn noch haben wir ja keinen Taucheranzug oder was? Aber dass sie das auch nicht aufkriegt jetzt hier. Etwas fehlt. Sie klemmt. Ich hab doch 1000 Sachen und du willst nichts davon nehmen? Kapier ich nicht. Sie klemmt. Dann hebel und zwirbel das auf, Mensch. Ah, das macht mich ja schon wieder ganz kirre. Nimm den Griff. Warte, da ist der Griff dran. Der geht ja da dran. Warte, ich muss mal einmal Luft holen. Oh, dann geht der Griff da doch dran. Glaubt das jetzt nicht hier am Ende des Tages. Da. Der gehörte da tatsächlich dran. Ja, dann zieh da jetzt mal dran. Etwas fehlt.
Was fehlt denn da jetzt noch? Was denn? Etwas fehlt. Das ist mir doch egal, was da jetzt fehlt. Der Griff ist dran. Das ist ja der Hammer, dass der da doch dran geht. Was denn, was denn, was denn? Gehört da der Griff hin? Da kommt doch keine Sau drauf. Ich weiß nicht, was da fehlt. Das Gewicht vielleicht? Können wir das Gewicht daran hängen? Das macht zwar keinen Sinn, aber hier macht vieles nicht immer Sinn. Naja, doch, eigentlich schon. Vieles macht Sinn. Da der Griff da jetzt rangeht, bin ich jetzt irgendwie fuchsig. Jetzt will ich das irgendwie schaffen. Weiß aber nicht wie und überlege es mir im nächsten Part. Bis dann!